Und dann im Anschluss können Sie durchs Haus laufen und gucken Sie, ob Sie jemanden finden mit so einem gelben Button. Ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich gekommen seid und mit uns den 10-jährigen Geburtstag unseres Kindes zu feiern. Deshalb haben wir auch unser Haus wie bei einem Kindergeburtstag geschmückt. Eigentlich sollte unser Kind schon viel älter sein, denn schon 1978 hatten einige junge Erwachsene aus Plankenheim und Umgebung den Drang, ein Jugendhaus in die Welt zu senden. Aber es war eine sehr lange Schwangerschaft, die immerhin 3 Jahre dauerte und eine schwere Geburt. Alle Verwandte und Freunde und fast ganz Plankenheim freuten sich, als 1981 endlich das Kind das Licht der Jugendhauswelt erblickte. Da sich die jungen Eltern immer mehr zu Kulturveranstaltungen hingezogen fühlten, brauchten sie jemanden, der ihnen bei der Betreuung und Auftritt des Kindes helfen sollte. Nach langen finanziellen Überlegungen wurde dann 1983 auch mit der Zustimmung der Patenkante Stadt endlich der erste Babysitter Martin Ernst eingestellt. Da diesem die Windwascherei auf Dauer zu viel wurde, setzte er sich dafür ein, eine Hilfskraft zu bekommen, den sogenannten Zivi. Als das Kind schließlich aus dem Gröbsten heraus war, wollte er sich wieder etwas mehr um seine eigene Familie kümmern und verließ uns dann. Deshalb wurde 1986 als Nachfolgerin die Kinderfrau Birgit Denkel eingestellt. Diese hatte einen etwas strengeren Erziehungsstil und räumte in dem Kinderzimmer ganz schön auf. Mit ihrer nächsten Kinderfrau waren die Kinder allerdings nicht ganz zufrieden. Deshalb suchte sie sich bald eine andere Arbeitsstelle. Daraufhin war die Familie Jugendhaus lange Zeit alleine. Trotzdem wurde der Gedanke an einen Umzug immer konkreter. Schließlich konnte ein neues Haus und ein neues Kindermädchen gefunden werden, die sich beide bis heute bewährt haben. Nun ist unser Kind 10 Jahre und ich möchte ein bisschen aus seinem Alltag erzählen. Montags will es seine Ruhe haben und erledigt liegen gebliebene Arbeit, schreibt den Bericht für das Amtsblatt oder bringt die Buchhaltung in Ordnung. Dienstags und donnerstags lädt es viele Leute zum Mittagessen ein. Und alle 2 Wochen läuft abends immer ein toller Film, zu dem viele kleine und große Kinder kommen. Wenn kein Film läuft, treffen sich die gegenwärtigen Eltern, genannt Vorstand, und überlegen, was das Beste für das Kind ist. Seien es auch manchmal noch solche Fragen wie, mit welcher Farbe man welche Wand streicht. Und wenn jemand Lust zum Töpfern hat, kann er auch das dienstags tun. Mittwochsabends wird immer etwas Besonderes zum Essen und zum Trinken geboten. Zum Beispiel beim Bayerischen Abend, an dem es Weißwürste und Weißbier und echt bayerische Volksmusik gibt. Freitags, nachmittags, lädt es viele Mädchen zum Mädchentreff ein, die zusammen auf Seide malen, Kosmetik selber herstellen und allerdings auch aus Schrott Kunst schweißen. Freitagabends wird immer von verschiedenen Kindern ein abwechslungsreiches Musikprogramm geboten. Wenn dann samstags die Powerdisco steigt, finden sich über 200 Jugendliche aus Plankenheim und Umgebung ein. Leider etwas weniger, wenn wir ein Konzert von Livebands veranstalten. Sonntags finden sich dann alle möglichen Leute entweder zum Putzen und Aufräumen oder nur zum Kaffeetrinken ein. Unser Kind hat auch sehr viel Arbeit mit der Pampa Power. Unsere monatlich erscheint in Jugendhauszeitung mit dem Prädikat besonders wertvoll. Auf informative und witzige Weise wird der Region Plankenheim vermittelt, was unser Kind alles so treibt. Leider ist uns zu Ohren gekommen, dass nicht alle Gemeinderäte die Pampa Power regelmäßig lesen, was sie wohl tun sollten. Seit neuestem macht unser Kind auch seine Videos selber, die sie nachher zu sehen bekommen. Etwas eingeschränkt ist unser Kind durch das knapp bemessene Taschengeld, deshalb muss es seinen Spielgefährten einige Bonbons vorenthalten. Aber wir hoffen, dass die Patentante, Stadt und der Patenonkel Gemeinderat dies endlich bemerken und es in Zukunft etwas aufbessern wollen. Trotzdem möchten wir uns im Namen unseres Kindes bei Tante und Onkel für die Unterstützung in den letzten 10 Jahren bedanken und ebenso bei den vielen Eltern, genannt Vorständen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die unser Kind früher betreuten und denen, die es heute noch tun. Dies war nur ein kleiner Ausschnitt aus dem, was man im Jugendhaus alles erleben kann. Auf was ich noch aufmerksam machen möchte, ist unser Gästebuch, das wir vorne ausgelegt haben. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie darin auch was vermerken würden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, Sie haben trotz meiner Aufgeregtheit mich trotzdem gut verstanden. Und ich gebe nun das Wort an unseren Herrn Bürgermeister Kieser weiter, der auch noch einige Worte zu unserem 10-jährigen Jubiläum sagen will.